In diesem Video zeige ich dir, wie du die erste Karte aufdeckst. Es gibt mehrere Abschnitte, es gibt mehrere zu suchen. Es geht jetzt erstmal für dich darum, die erste überhaupt zu bekommen. Das ist sehr, sehr nützlich. Würde ich gleich am Anfang des Spiels holen. Ich habe ja schon einige Tipps dir gegeben. Und das ist so der nächste wichtige Tipp, um weiterzukommen im Game. Du kannst dich hier an der Kirche von Elé orientieren. Also du wirst zwar das alles hier nicht drumherum sehen, das wird bei dir so anders ausschauen. Aber diese Stelle kennst du ja. Wenn nicht, schau dir die Videos an. Ich habe ja über den Händler hier schon berichtet, also bei dem du da deine ganzen kraftigen Sachen kaufen kannst. Du kannst sie auch schmieden und so weiter. Und von ihm hin, also von dieser Stelle, gehen wir ungefähr hier so durch und gehen einfach hier geradeaus weiter. Also wir gehen hier einfach so weiter. Ich habe da auch so eine Markierung gesetzt, ist diese blaue. Und ja, und dann können wir hier erstmal ein bisschen laufen. Und dein Ziel ist halt, du musst da nicht unbedingt alle töten. Ich würde jetzt einfach mal durchrennen und mir das absafen halt. Weil da sind voll viele Gegner, da kann man auch aus Versehen sterben. Wenn du den Magier hast, zum Beispiel, empfiehlt sich dieser Flächenschuss, den ich hier zum Beispiel, dieser Schimmersteinbogen, habe ich gerade gelesen. Der empfiehlt sich, weil der schießt halt durch mehrere Gegner durch, weil da kommen dann 15, 10, 15 Leute. Und dann kannst du einfach so draufballern. Ja, der Einzelschuss macht jetzt mehr Damage, glaube ich, beim Einzelgegner. Wobei, ja, der macht jetzt ordentlich. Aber dieser Bogen, also dieser, ja, der geht halt so flächenmäßig durch. Ja, der trifft dann auch 10 Gegner. Ja, für dich ist jetzt wichtig, hier das hier zu sammeln. Hier ist es dann zu sammeln auf Dreieck. Da zeige ich dir jetzt auch gleich. Und wenn du das dann gesammelt hast, dann hast du die Karte für immer. Fertig. Und dann kannst du ja auch sterben, dann brauchst du keine Angst haben. Guck mal, dann kannst du sie so versammeln, ja? Und dann schön mit dem Magier. Ja, schau dir auch das Video an. Wir haben ja alle Klassen getestet für dich, dass du dann eine gute Entscheidung treffen kannst. Welcher Charakter passt zu deinem Playstyle? Ich persönlich mag halt so richtig mächtige Charaktere, wo mir alle Möglichkeiten geben. Aber der gibt, du kannst halt die Magie mit ihm, aber du kannst auch. So, jetzt kannst du auch hier, guck mal, mit Schwert schlagen. Hast gleich mehrere Rezepte zu Beginn, also für Magie und Hammer. Ja, auf jeden Fall hast du jetzt auf jeden Fall deine Karte und die hast du jetzt für immer. Und es gibt mehrere solche Karten. Da werde ich dir dann in vielen weiteren Videos alles Mögliche erklären. Und dann wirst du das easy hier auch Platin schaffen und alles und wirst dich gut auskennen. Weil das Spiel ist einfach nur geil. Also abonniere den Kanal und danke für alles.